Es geht weiter mit Dark Souls 3. Wir sind gerade, also ich bin gerade an einer Stelle, die ist, da mache ich mir ein bisschen Sorgen. Sagen wir einfach mal. Aber wir haben vielleicht nicht die schlechteste Ausgangslage. Wenn wir hier vorsichtig vorgehen, gehen wir das vielleicht hin. Okay, ich brauche ein Schild mit mehr Magieabwehr. Weil darauf werden wir jetzt stoßen. Will nicht sagen, aber ich habe kein Schild mit Magieabwehr. Sehe ich das richtig? Doch. Abwehrminderung. 67. Eigentlich tragen. Okay, nehmen wir dieses Schild. Und wir versuchen unser Bestes. Trinken. Okay. Vergessen wir die Geschichte mit dem Feuer. Machen wir es lieber so. Mach den Chat weg, der lenkt mich nur ab. So, und wir kämpfen uns jetzt, wie wir gesehen haben, sind hier 1,4 Milliarden. Boah. Gegner. Und ich werde alles nutzen, was ich habe. Um da gut durchzukommen. Vielleicht eine Rüstung. Vielleicht habe ich eine Rüstung, die kaum Magie durchlässt. Wie wäre das denn? Was ist denn Magie hier? Das hier hat eine ganz gute Magieabwehr, hat aber sonst sehr schlechte Werte. Okay. Hier mal durch. 13 Magie, 12, 3, oh, die ist aber sehr, sehr schwer.
Das Ding wäre ganz gut. Vergleich. Da hat nur 8 und es hat 12. Oh, das hat 3,2. Glaube ich auch sonst nicht so schlecht. Okay. Ich sag einfach mal, das muss lang. Okay, 3 Schläge sind auch brauchbar, sage ich mal. Große Titanitscherbe, super geil. Ah, okay. Kann auch auf mein Schwert achten. Wo kommen wir hierher? Hin? Bumsen wir mal raus. Verstehe. Hier ist ein Feuer, das heißt, wir können aufsteigen. Das ist eine gute Abkürzung. Alles klar. Wir sind weitergekommen, liebe Leute. Das gefällt mir gut. Ich nehme meine Kritik am Leveldesign ein bisschen zurück. Reisen. Feuerbandschrein. Und wir gehen auf Vitalität, so wie man mir es empfohlen hat, was ich auch selber gemerkt habe, ja. Da ist Defizite. Da sind Defizite. Und warum faced das Mikro nicht zu mir? So wie es sollte. Aufsteigen. Sag Vitalität. Darf 20 Vitalität kommen, ne? Was will man doch mir sagen, ne? Dass er auf 20 Vitalität kommen soll. Und toten Knochensplitter verbrennen wir auch noch. Hammer geil. Haben wir noch einen? Ne, haben wir nicht. Das heißt, wir können wieder da hinreisen. Das ist nicht super. Wir kommen ja doch voran so langsam. Nach den letzten Desaster-Folgen. Man muss ja sagen, ich spiele das alles blind, ich spiele das so ziemlich nach eigenem Gutdünken. Ich verpasse im Grunde gerade die meisten Questlines, so wie ich spiele. Hat mir gerade sehr, sehr viel Frust erspart, dass wir die entdeckt haben, weil die Stelle, die jetzt kommt, Hinterhalt links. Na, schauen wir doch mal. Und darunter hüpfen. Große Titanitscherbe, die brauchen wir. Wunderbar.
Ihr seid richtig arschlich. Muss ich davon ausgehen, dass da der andere auch noch ist? Problem. Fuck. Zack. Reingebremst. I won't let you live. Ja, nichts. Ich bin enttäuscht. In Dark Souls kann man eigentlich immer davon ausgehen, jede Ecke ist zu einem gewissen Grad wichtig. Ah! Ich dachte mir doch, Moment, die Stimme kommt mir bekannt vor. Now I know why. Halt nicht viel aus. Guck mal, da hatte jemand die gleiche Idee wie ich. Und noch eine Abkürzung freigeschaltet. Blut! Das tut gut, die Blut. Okay, selbst das können wir uns jetzt schenken, indem wir einfach da lang gehen. Das heißt, der Weg zum Boss ist eigentlich geebnet. Ring voraus, mögen die Flammen dich leiten. Wo denn das? Da unten wahrscheinlich. Sollen wir da mal kämpfen? Ist das so einer? Auf den Seite keine Lust. Ich würde gern da unten sehen können. Ah. Darf ich vielleicht aufstehen? Danke. Na, du Sam.
Stimmt, ich könnte ja eigentlich mal das Schild weghauen. Mann. Das hat gar nicht dran gedacht. Das ist, ja, da war ja. Da war ja was gewesen. Magie-Klauen-Ring. Ich glaube, der ist für Magieabwehr oder Verstärkung von Magie. Was die Richtung. Jetzt können wir hier Schild wieder hoch. Und auch wenn wir 6000 Seelen haben, checken wir mal, was hier Phase ist. Irgendein Hohepriester. Da wird schon scheiße sein. Warte mal. War da ein Hint? Bereit? Bereit bin ich nie. Lacher. Richtig lacher. Oh. Ring des Gebets. Ein Ring mit dem Porträt der hohen Priesterin. Er erhöht Glauben. Na gut, das versuchen wir doch noch mal. Da behaupte ich, da kommt mal hin. Das kriegen wir hin. Warte mal. Ach. Das ist mein Weg. Tschalalalala. La 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 la. Ja. Fick dich! Also was ist denn das ist schon wieder für ein Endgegner, Herr? Das ist schon wieder... Hoch 10. Wichse hoch 10 ist das. Habe ich da Lust drauf? Nee, habe ich nicht. Also nehmen wir eine Glut und fertig. Das haben uns mindestens zwei Leute. Wo ist meine Glut? Hier sind wir. Hä? Ach, hier ist die kleine Puppe tatsächlich. Hab ich keine Glut? Da sind... So viele habe ich noch gar nicht. Da haben wir Glut 27. Gar nicht mal so viel. Das, dass ich da echt häufig welche einsammle. So. Now we wait. Haben wir eigentlich... Ja. Versuch, Glück, dann lasst erscheinen, gute Arbeit. Lass mich raten. Wir kriegen hier keine... kriegen hier keine Signs. Alter, das gibt's doch nicht. Haft. Alter,
Ihr wollt mich doch jetzt auf den Arm nehmen. Das ist nicht euer Ernst. Hä? Was ist, wenn ich da mal ein Zeichen hinsetze? Kann man hier einfach jemanden sammeln? Ach ja, ich werde wieder gesammelt. Okay. Er hat auch eine coole Sache. Oh nein. Ist noch nicht beim Endgegner. So ein Shit. Darauf hatte ich jetzt eigentlich spekuliert. Der macht aber auch hier den Faculty. Groß ist die Axt ja gar nicht. Schon fast ein bisschen enttäuscht. Entschuldigung, ich wollte dir nicht. Scheiß Priester, Mann. Alter, das gibt's doch nicht, dass sich hier keiner anbietet. Bei dem Gegner. Doch! Hier! Beinahe. Kann nicht beschworen werden. Wieso kann ich denn nie beschwören? Dumm Wichser. Also zwei Leute möchte ich haben. Vorher gehen wir da, versuchen wir den erst gar nicht. Oder wenigstens, dass ich weiß, wie man den besiegt. Ihr habt ja gesehen, was das für eine Lachnummer ist. Er guckt mich zweimal schief an, dann bin ich tot. Wer den gemacht hat und mir einen Tipp geben kann, sehr gerne. Aber wenn es ein ordentlicher Tipp ist und nicht so, ja, muss draufschlagen, dann könnt ihr euch den sparen.
Ach komm schon. Echt niemand? Vielleicht einfach zum anderen Feuer reisen. Vielleicht an das Feuer hier reisen und dann mir von dort aus Hilfe holen und dann den ganzen Weg gehen. Wäre nicht geil, aber who never knows. Ist zu hoch die Stufe, sie ist zu hoch. Darf ich mir auch niemanden zur Hilfe holen? Richtig. Was ist eigentlich hier mit? Da bin ich auch noch nicht hingekommen. Befürchte aber. Also auch hier bekomme ich keine Hilfe. Doch! Da hinten. Kann nicht beschworen werden. Kann nicht beschworen werden. Wenn du dumm bist. Was? Du hast Glut investiert? Und du willst jetzt Hilfe? Hier, guck mal, da ist ein Zeichen. Oh, du kannst nicht beschworen werden. Hier. Hier. Ja. Wären wir schon zu zweit, wenn wir da jetzt dann noch durchkommen. Gut, dann sehe ich. Sehe ich da einen Hoffnungsschimmer, sage ich mal. So, warten wir kurz. Alles klar. Hier ist Number One. Phantom Laura. Wenn ihr wüsstet, worauf ihr euch da einlasst. Muss den hier mal wieder machen. Okay, Leute. Auf geht's, ab geht's. Ah, da kriegen wir noch einen. Weh enttäuscht mich. Guck immer noch. Und dann also an Leben kannst du schon mal nicht scheitern. Finde ich ja mal gar nicht so in Ordnung von euch. Alter. So, jetzt musst du dich rechtfertigen. So, der eine haut gut rein. Und da kann ich mir auch hier mal die Items holen. Große Titanitscherbe, das ist super. Weiter geht's. Auf geht's, weiter geht's. Das denn? Aha. Okay, weiter geht's. Alter. Nicht euer Ernst, oder? Yeah. Wir machen das sehr taktisch. Wir lassen uns da auch Zeit.
Ja, die Zeit ist zwar abgelaufen, who cares? Mit einer längeren Folge. Wir machen das jetzt mit dem. Wird der getriggert, ist die Frage. Ist der erste schon gestorben? Bisschen ärgerlich. Aber wir ebnen uns den Weg, Leute. Okay. Der uns beide hier. Sehr schön. Oh, der hat noch was fallen gelassen. Sehr schön. Schild des Hohepriesters. Wunderbar. Sind hier immer noch nicht durch. Was? Ist was. Große Titanitscheiben finden wir ja. Wie Sand am Meer. So, du willst mir jetzt sagen, dass wir hin müssen, aber hier waren wir ja schon. Alles cool. Können wir hier vielleicht jemanden summonen? Können wir. Hey, kann ich beschworen werden? Kann ich beschworen werden? Ist denn das immer? Dann machen wir hier kurz die Unterbrechung.